Geld, 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 Geld regiert die Welt. Da haben wir schon den ersten Bossgegner, aber den möchte ich jetzt noch nicht in Angriff nehmen, weil ich meine, ihr seht ja 17 HP, das ist nicht viel. Und schon sind wir tot. Ist aber egal, wir haben einen Haufen Geld mitgebracht. Und dieses Geld wird uns sehr zu Diensten sein, würde ich mal sagen. Denn 720 Gold, das könnte ordentlich was bringen. Vor allem, weil wir gerade vorher eine Blaupause gefunden haben. So, you tend to exaggerate. Frag mich, was das ist, aber ich möchte es, glaube ich, nicht wissen. Sir Teddy, ja, wie nett. Dann haben wir einfach einmal Sir Cohen der Zweite, ein Paladin, der anscheinend genau dasselbe Problem hat. Und, oh ja, Sir Mayes nehmen wir, denn der bekommt MP für jedes Mal, wenn er Einrichtungen kaputt macht. Dann möchte ich gerne die HP verbessern und das noch upgraden und dann dürfte es vielleicht noch gerade so für die Rüstung reichen. Mit etwas Glück. Oder nehmen wir doch den Helm? Nee, ich glaube, wir müssen den Helm nehmen, weil für die Rüstung hat es dann doch nicht so gereicht. Dann gucke ich mal, was wir hier noch upgraden müssen. Oder upgraden können. Nichts. Gut, dann verschwenden wir jetzt ordentlich Geld. 170? Ich glaube, dafür können wir... Nein, 350 brauchen wir für den Dash. Habe ich ganz vergessen. Gut, dann verschwenden wir jetzt 170... Gold an den Wegezoll, Heino. Ein bisschen schade, weil, ja, so viel Geld. Aber gut. Wir sind ja nur hier, um durch dieses wunderschöne Schloss durchzurasen. Ach, da sieht mal einer an. Ein verspuktes Bild, was wir mal eben entspukt haben. Dann möchte ich mal hier lang gehen. Ich möchte vorher hier alles erstmal töten, was tötbar ist. Gut, das war dann alles. Mein Sohn stachliger Raum und nicht ein HP verschwendet. Ist das nicht cool? Oh, Entschuldigung. Also mir gefällt das, wenn ich durch so einen stacheligen Raum durchkomme, ohne irgendwie großartig HP zu verlieren. Weil dann weiß ich, dass ich es gut gemacht habe. Und dass ich es richtig gemacht habe. Hallo Geist. Hallo, kleines Nebulak und tschüss, kleines Nebulak. Und dann mal hier runter. Ach, du Heilige. So viele Geister, die irgendwas auf mich werfen. Das gefällt mir gar nicht. Das finde ich nicht schön. Das finde ich überhaupt nicht schön. So. Mir fällt gerade auf, wir haben nicht ein MP verschwendet. Naja, gut, was heißt hier verschwendet? Benutzt. Liegt vielleicht auch daran, dass ich mich eigentlich davor hüte, die MP zu brauchen, wenn ich sie nicht brauche. So, Geld, Geld, Geld. Geld regiert die Welt. Wie wir ja schon wissen. Deswegen sammeln wir hier alles ein, was wir kriegen können. Denn so können wir unseren Nachfahren nur helfen. Indem wir hier jetzt einfach mal ordentlich Schaden reindrücken. Huiuiui. Muss mich halt so ein bisschen konzentrieren, deswegen bin ich etwas leiser jetzt. Ach du Heilige. Das war jetzt ein bisschen sehr fies. Aber gut, was will man hier machen? Hauptsache, hier ist alles tot. Uiuiui. Uiuiui.
Wie Samson so schön gesagt hatte. Immer. In der Sesamstraße. Ach ja, die Sesamstraße. Kann man ja jetzt nicht mehr gucken. No jumping. Oh, ich habe die Dash-Rune noch nicht. Vergiss es. Keinen Schaden kriegen gerne für eine Fairy Chest, aber auf keinen Fall No Jumping, vergiss es. So. Da hinten ist auch wieder eine Kiste, also heute ist irgendwie der Tag der Kisten. Aber das gefällt mir, wenn der Tag der Kisten ist. Dann sehe ich, was in der nächsten Kiste ist. Oh nein, es ist nur Mist. Halt, Moment, es ist aber Geld. Geld kann nie Mist sein. Geld ist toll. Vor allem Geld hilft. Hilft. Dinge aufzubauen. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Ihr blöden Nebulax. Okay, da drüben könnte jetzt ein bisschen was für die HP sein. Muss aber nicht. Ich hätte gerne einen Heilzauber oder sowas. Ah, eine Hühnchenkeule. Das ist auch schon mal was Schönes. So, dann müssen wir hier gucken, dass wir so wenig Schaden wie möglich kriegen, weil ich möchte noch ein bisschen mehr Geld sammeln. So. Oh, wie soll man denn das ordentlich besiegen? So, töten, töten, töten. Töten. Alles töten, was sich irgendwie bewegt. Hauptsache, wir kriegen keinen Schaden. So. Oh Gott. Noch so einer. Da muss man echt vorsichtig sein bei den Gesellen, weil deren Schockwellen, die sind unangenehm. Die sind sehr unangenehm. Ich hab dich gesehen, wie du dich bewegt hast. Vergiss es. Autsch. Versuch gar nicht erst, mich zu hinters Licht zu führen. Okay, hier waren wir. Da möchte ich runter. Dann möchte ich mal da lang. Oh Gott, das wird eng. Aber machbar. Hey, guckt euch das an. Wir haben viel Geld. Oh. Das war eng. Aber ich habe eine Überlegung gemacht. Und zwar könnten wir zum Beispiel Folgendes machen. Wir könnten dieses Schloss hier speichern. Und dann nachher gleich die Rune. Au. Okay, dieses Schloss hier speichern und die Rune für Dash holen. Und dann holen wir uns die Feenkiste. Das wäre eigentlich eine ganz geile Sache. Und ich glaube, das werde ich auch machen. Also, wen haben wir denn hier? Also, einmal Sir Taco. Der scheint wohl gerne zu essen. Der ist Endomorph und hat eine Glatze. Schon mal ein Anfang. Nep. Dann haben wir noch Lady Henrietta. Eine bärtige Lady. Bärtige Lolita. Die hat Elektrophobie, hat also Angst vor Hühnchen, die scheidet schon mal aus. Und eine mit IBS. Ja, also ich würde sagen, ich nehme die mit den Furzgeräuschen. Ich wollte meine HP upgraden, das reicht doch locker zu. Und dann vielleicht noch mein Equipment ein bisschen ausbauen, damit ich ein bisschen mehr tragen kann. Und jetzt möchte ich endlich die Dash-Rune. So, hallo Dash-Rune. Dich wollte ich haben. So, und jetzt folgendes. Jetzt gehen wir zu dem Herrn hier. Und der lockt uns jetzt das Schloss vom letzten Mal, damit wir genau dasselbe nochmal haben. Das heißt, ich glaube sogar die Feenkisten sind auch noch da, wo sie sein sollten. Und genau diese Feenkiste holen wir uns jetzt.
Dafür haben wir dann diesmal keine Ladezeiten und wir kriegen halt weniger Geld, dadurch, dass wir halt dem Herrn ein Sechstel unserer Verdienste wieder zurückgeben müssen. Und das Rumgefurze, das dürfte eigentlich niemanden stören. Dafür haben wir auch dieselben Gegner wie beim vorigen Mal. Und ich werde meinen Weg direkt zur Feenkiste machen. Nix da. Ich möchte nicht sterben. Sterbt! Sterbt alle! Ich mache immer denselben Fehler. Immer mehr denselben Fehler. Ich schlage immer ein bisschen zu früh zu. Das war irgendwie nicht der Weg zur Feenkiste. Scheint es mir wohl falsch anzuzeigen hier. So. Stirb, 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 sterb. Du, sterb, du. Alle sterben. Und wenn es an meinen Fürzen ist. Jetzt muss ich aber kurz mal... Ah, da unten war's. Okay, dann weiß ich, wo wir lang müssen. Der angenehmste Weg ist immer noch dieser hier. So, es dürfte eigentlich alles erledigt sein. Jetzt gehen wir einen Stock tiefer. Ah, okay, schon vermasselt. Vielleicht können wir ja, indem wir einfach... Nee. Gut, dann ist das hier schon vermasselt. Eigentlich schade, ich hätte zu gerne die Kiste bekommen. Stirb, du unwürdiges Wesen. Ah, die Kiste haben wir schon. Das heißt, dieser Raum ist uninteressant. Ah, wo könnten wir jetzt noch lang? Ich muss gerade mal kurz in die Karte gucken. Ah, ich sehe schon. Ich sehe schon, wo wir lang können. Allerdings müssen wir da durch die Halle der 1000 Gegner, sag ich jetzt mal. Weil wir haben ja das letzte Mal gemerkt... Ach nee, doch nicht. Ah, falsches Schloss. Falsche Map. Stirb, unwürdiger Geist. Stirb. Und lass dich nie wieder blicken. Und dann hätte ich gerne nicht nur Geld, sondern auch noch ein paar HP. Ansonsten sehe ich dann nämlich schwarz für die Zukunft. Ja, ich sehe gerade sehr schwarz, weil wir haben bis noch 9 HP und für das bisschen Geld kriegen wir nichts. Ich habe Angst. Ja, ich habe Angst. Tut mir leid, Lady Fay, aber es musste wohl so sein. Dann wollen wir mal gucken, wer dein würdiger Nachfolger wird. Du schon mal nicht. Du auch nicht. Okay, dann doch du. Weil wirklich lesen, da habe ich eh keine Lust drauf. Und dann wollen wir einfach mal gucken. Ich glaube, ich möchte mehr Schaden machen. Und wir können bald den Shinobi freispielen. Shinobis sind was verdammt Geiles. Die sind nämlich sehr schnell. Allerdings haben die verdammt wenig HP. Möchte ich jetzt dieses Schloss behalten? Ich glaube nicht. So. Dann wollen wir mal weiter. Unser ganzes Geld haben wir ja leider beim Zöller, Wegezöller lassen müssen, aber da gibt's bald ein... Au! Gibt's bald ein schönes Upgrade, hoffe ich doch.
Oh Gott, wenn wir hier wieder hoch wollen, das wird lustig. Das wird sehr lustig. Dann einmal hier lang und gucken. Kriegen gerade die ganze Zeit nur Schaden. Das gefällt mir nicht. Ich will das nicht. Also ich möchte das nicht. Noch irgendwo so ein Dreckschwein, das mit Feuerbällen schießt. Nein, gut. Take no damage. Are you ducking serious? Vergiss es. Das kriege ich doch nie und nimmer hin. Noch nicht mal mit gutem Willen. Stirb! Stirb, elender Ritter! Und du auch. Sterbt alle! Ihr sollt verdammt sein! Verdammt! Ah! Sterbt alle! Verdammt! Oh nein, wir sind schon wieder fast tot. Wir haben zumindest ein bisschen Geld mitgebracht. Das hätte ich echt nicht überlebt. Nicht mit so wenig Leben. Vergesst es. Ja gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Viel Spaß bei was auch immer ihr noch macht. Und tschüss.